weil ich wollte Kunst machen auf die Leinwand und auf die Bühne. Und das wurde für mich der Sehnsuchtsort. So. Und das, es ist nur interessant in dem Moment, wenn du begreifst, dass du dahin gehst, was sich eigentlich ein Defizit antreibt, dass du gesehen werden möchtest, dass man sich nach Anerkennung sehnt oder geliebt werden will, da ist man, muss das irgendwann begreifen, dass das der Motor war. Und wenn man das begriffen hat, dann, und dann auch hat, bekommen hat, sonst dann wird es dann künstlerisch. Dann kannst du dich dann entscheiden, für was stehe ich denn? Das geht's um das Tumbe beklatscht werden, geht es dann darüber hinaus und dann wird es künstlerisch und nicht nur einfach nur geliebt werden wollen. Weil das kannst du eh nicht in dem Beruf. Du kannst ja nicht von allen geliebt werden. Das ist ja unmöglich. Ja, es gibt immer einen, der die Scheiße findet. So kannst du machen, was du willst.